Das Gemeinsame, richtig. Ansonsten händeln wir nachher eine Weile, dann ist es wieder gut. Gut, das war die ideale Überleitung. Wir freuen uns auf Ihren Auftritt. Okay. Dui und Dessel. Danke, danke schön. Ja, von was will man denn erzählen? Ich weiß gar nicht, was man so recht erzählen soll. Du hast eigentlich aufgenommen. Ja, ich hätte fast vergessen. Was? Ich soll dir viele liebe Grüße von der Ute sagen. Die war was? Bei mir. Kommst du jetzt auf die Ute? Du hast einen Vogel. Wir schwätzen doch jetzt von der Ute nicht. Und von der Ute brauchst du mir keinen Gruß ausrichten, weil die kann ja gar nicht leiden. Das weiß ich. Aber ich weiß nicht, warum. Die hat gesagt, ich soll dir einen Gruß ausrichten. Du, Ute, hallo. Ja. Ja, weil sie immer behauptet, sie sei eine Schwäbin. Wegen dem kannst du sie nicht leiden? Ja. Bloß weil die in Stuttgart geboren ist. Das weiß ich, dass die in Stuttgart geboren ist. Ist mir egal. Da ist der Vater ein Berliner und Mutter ist eine Berlinerin. Stimmt. Das ist ja gerade wie wenn eine Katze im Fischladen Junge kriegt. Ja, also. Ah ja, wegen dem sind das auch keine Hering. Ja, eben. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ute, wie kommst du jetzt auf die Ute? Wie da, also mein Ute. Gott, die war da und hat es halt einfach gesagt. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Oh, da steht nichts los. Die hat früher schon nichts gleich gesehen. Eingestellage, du. Hey, die ist in der Zwischenzeit auch bloß älter geworden. Furchtbar, weißt du? Also, sie ist nicht unbedingt gerade schön, das stimmt. So dergere, weißt du? So groß, höchstens. Höchstens. Gut, die ist in alle Richtungen gleich groß. Ja, weißt du, doch aus. Die gleicht es aus. Hör auf, du sollst nicht lästern. Ich läster nicht. Obwohl, wo die aus dem Auto ausgestiegen ist, die hat wieder ein Kleidle angehört. Wieso? Selber gestrickt. Die passt ja nichts anderes sein wie selber gestrickt. Hey, mit solchen Maschen. Komm her auf. Obwohl, nee, man darf nicht lästern, jetzt hör auf. Wir lästern denn, man schwätzt nicht. Halt drüber, das ist schon jetzt auch wieder was anderes. Es gibt einfach Frauen, die können nicht anziehen, was sie wollen, denen steht halt nichts. Ja, das ist wahr. Ja, gibt's. Ja, noch immer. Ja, es gibt auch Männer. Die können ausziehen, was sie will, denen geht's gerade so. Also, da dreht's dann da nicht rum, also. Da hast recht. Ah, jetzt Ute. Oh. Hat die eigentlich einen Mann? So wie die aussieht. Ja, glaube ich gleich. Finde die keinen Mann. Ja, ja. Ein Hund hat sie in der Zwischenzeit. Oh, das ist ein guter Ausgleich. Meinst du? Ein Hund? Wieso hat die denn dabei gehabt bei dir, ja. Wenn du das sagst? Ja. Wieso war die überhaupt da? Mein Neffe, der Michael, hat Kommunion gehabt, da war sie eingeladen. Und ihm sagt, sie könnte bei mir übernachten, dass sie mir einfahren muss. Ach, wegen der Kommunion, genau. Mhm. Ich war ja auch in der Kirche, hast du gesehen? Du, mich hat gewundert, du bist doch gar nicht katholisch. Ich weiß, ich war trotzdem. Wieso warst du da in der Kirche? Weil der junge neue katholische Pfarrer so festerschlägt. Alle haben von dem Pfarrer geschwätzt, jetzt haben ihn halt auch mal sehen. Ja, gleich mal nett ist schon. Heute ist ein sauberes Bürstchen, das ist ja immer schade, dass dieser Pfarrer wurde, ist ehrlich. Heute, wenn du. Vor allen Dingen, wenn man das so überlegt, die haben sie ja heutzutage gar nicht leicht, die katholische Pfarrer. Ich will auch keiner sein, aber gut, wenn er das sich gewählt hat, dann ist es halt. Hat ihn doch kaum ein Geschäft. Nein, nicht viel. Ha? Aber wenn ich mir das überlege, die haben doch kaum eine Hochzeit. Selten. Geschweige denn eine Beerdigung. Ja, auch nicht auf. Aber wenn der nicht ab und zu unter die Leute gegangen hätte, dann hätten wir nicht einmal einen Dauf. Ja, ist wahr. Ich verstehe nicht. Ja. Ja, nee, ja. Da lassen wir. Ja, ja. Das lassen wir schon gar nicht. Nicht. Ach so. Na, war die wegen der Kommunion da? Ja. Du, und ich kann dir sagen, wir sind so bald von dem Fest heim, ist er wegen der ihrem Hund. Wieso wegen der ihrem Hund? Mein Gott, der war bei mir daheim, der hat einmal ausmissen, verstehst du? Ja, wie gesagt, mein Gott, wir sind ein bisschen zusammengesessen bei mir, bei einem Fläschchen Wein. Ja. Und dann hat die den Hund bei mir im Garten springen lassen. Ja, das ist doch richtig. Ja, das habe ich auch gedacht. Wo wir ins Bett wollten, hat die den Hund reinpfiffen. Ja. Jetzt musst du dir das vorstellen, jetzt kommt der Hund rein, hat einen toten Has im Maul. Ein Hähnige. Ein Hähnigshäsle. Ach, oh. Du, ich bin an den Hund nachgelaufen und habe gesagt, um Gottes Willen, das Häsle, das ist meinem Nachbarsein zum Egon sei Häsle. Gut, das ist natürlich blöd. Du, ich habe nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Ich habe nur noch das Häsle genommen. Du, ich bin ins Bad gegangen. Ich habe das Häsle gebadet. Ja. Hey, ich habe es trocken geföhnt. Und dann ist mir meinem Dulli nichts Besseres eingefallen, bin hinübergesprungen zum Egon und habe das Häsle so in den Stall reingeschoben. Gell? Hast du gemacht? Am anderen Morgen habe ich nachgedacht, mein Gott, Petra, bist du eigentlich noch normal? Soll ich jetzt gerade auch sagen, weil da kannst du nichts dafür, wenn der ihren Hund den Has reißt. So habe ich das auch gesehen, ich denke, ich gehe über zum Egon, ich kläre die ganze Geschichte und das wieder gut. Ah, ja, das ist richtig. Hey, wie ich da hinüberkomme, sehe ich denn schon kreidenbleich vor seinem Hasenstall stehen? Ach Gott, dann ist ihm doch nachgegangen. Kreidenbleich. Oh, ich habe bloß gesagt, um Gottes Willen, Egon, was ist denn dir passiert? Dann hat er gesagt, Petra, stell dir vor, zwei Tagen ist mein Häsli gestorben. Das habe ich da Hause im Garten beerdigt. Und jetzt liegt das wieder frisch badet in seinem Stall. Das ist jetzt nicht wahr.
Das ist jetzt nicht wahr. Das geht. Hey, ich hab kein Wort mehr geschwätzt. Und die Blätter stehen noch in den Hasen. Du hast schon mal gesessen, wie dem Tarn ausgestanden sind. Das glaube ich, wenn du dem eine Föhnwelle machst, dann hätten wir auch Tarn ausgestanden. In meinem Egon. Wieso ladest du denn die blöde Kuh auch ein, jetzt gar nicht eingeladen? Hab das doch gesagt, warum du so ohne ist, die Ute gar nicht. Du, weißt, was du mit der... Nein, die ist gar nicht so ohne. Du, wenn die da ist, der fällt immer etwas nicht ein. Weißt du, was wir so am anderen Tag miteinander machen können? Nicht wahr. Ich kann dir sagen, es war der Knaller. Warum war ich noch mal? Die hat mich eingeladen in die Sauna. Nee. Du warst mit der... In ich war mit der Ute in die Sauna. Ich kann dir sagen, was du da alles siehst. Wieso, was? Oh. Was? Ja, was? Die Ute, ja. Die ist doch da oben so grau. Ja, die ist ganz weiß, wieso? Was? Da unten. Was da unten? Krabbeschwarz. Nein. Ja, normalerweise fährt man sich doch da da oben und nicht da unten, oder? Ja, ja. Ja. Komisch, ja. Ich hab sie dann halt irgendwann gefragt, wie das kommt, dass sie da oben so grau ist und da unten so schwarz. Ja. Dann hat sie gemeint, da unten hätte sie noch nie Sorge gehabt. Ja. Ah ja, freilich. Also. Du! Das war der Knaller. Ausgerechnet, die schwätzt der Hundin von der Hundin Sorgen gehabt. Das hat es klar. Die hat sich da noch gar nicht Gedanken machen müssen über der Hundin. Nee, ich glaube auch nicht. Weißt du, ich meine jetzt so verhütungstechnisch, jetzt ja. Meine ich jetzt. Du, das ist ein ernstes Thema. Hey, da mache ich mir auch Gedanken. Wie? Du? Ja, nicht wegen mir, ich bin drüber hinaus. Warum? Ja, no, aber mein Bruder, weißt du, mein Kevin. Ja, der ist jetzt gerade 17, gell? 17 Jahre alt, sage ich eins. Der hat alle 14 Tage und der eine neue Freundin. Das ist alle 14 Tage andere. Die schlafen da immer gleich da, die hast du sofort im Haus. Das hätte ich gar nicht zulassen. Ja, lieber daheim, dann sehe ich es besser. Nein. Ja, na, aber echt schon zum gesagt, Kevin. Das mit der Verhütung musst du ernst nehmen, die Mädchen, die sind raffiniert. Echt? Da ist ruckzuck deine ganze Jugend versaut, wenn du nicht aufpasst. Er hat dann bloß gemeint, Mama, reg dich nicht auf, ich hab alles im Griff, ich hab die Pille für den Mann danach. Das habe ich noch nie gehört, dass so etwas gibt, du. Doch, das ist ganz neu, das ist ganz neu. Echt? Die verändert Blutgruppe. Das langt kurz vor dem Vaterschaftstest, weißt du? Nein, Verhütung. Weißt du, wer sich gar keine Gedanken gemacht hat über Verhütung? Was die heutzutage alles wissen, die jungen Leute, gell? Ja, das ist anders wie bei uns, weißt du? Wenn wir damals kein Bravo gehabt hätten, wir hätten das noch nicht wissen, wie es geht. Die lernen es schon in der Schule. Weißt du, wenn ich mir da Gedanken drüber mache, du, ist noch gar nicht so lange her eigentlich, wenn ich meine Mutter nehme, gell? Ja, die haben noch mit Schmalz verhütet. Ja, das ist wahr. Nee, das doch, stimmt. Das ist wahr. Meine Mutter, die hat wirklich noch mit Schmalz verhütet. Ja, das stimmt. Die damit das Dach eingestrichen, in der Hoffnung, dass der Storch ausrutscht. Ja. Und heute wissen die alle schon. Naja, aber weißt du, wer sich auch gar keine Gedanken gemacht hat über Verhütung, das musst du gerade erzählen. Wer? Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Die ist meine neue Nachbarin, hast du die schon mal gesehen? Du meinst die rothaarig? Logisch. Glaube ich. Das ist ja eine Rakete, du. Nee, meinst, dieses Weib war ja schon bereits 5-mal verheiratet. Fünfmal. Und von jedem hat die ein Kind. Doch, lauter Bube. 5 Buben, 5 Männer, 5 Doris, Buben. Doris, da stimmt was nicht. Nein, das stimmt. Nein, das stimmt was nicht. Die habe ich neulich im Fleck gesehen. Du weißt, was ein Fleck ist? Ortsmitte City. Da habe ich die gesehen mit 5 Buben, aber das waren nicht deren ihre. Die Kerle haben alle Max geheißen. Ja, das ist doch geschickt. Was ist da drauf geschickt? Ja, das ist doch geschickt. Die schreit einmal zum Fenster aus, Max! Dann stehen die da in Reihe und Glied. Das ist doch geschickt. Ja, und was macht die, wenn die mal ein Einzelnes meint? Dann schreit sie den Nachnamen.